Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play V-Hunter Call of the Wild. Und ja, wir machen heute eine Quest, die früher ziemlich fies war und mittlerweile so ein bisschen abgespeckt. Und zwar das Familienfoto. Warum war diese Quest früher so assig? Nun, eigentlich ganz einfach. Sekunde. Oh, da musste ich gerade niesen. Tut mir leid. So, auf jeden Fall, warum ist die so schwer gewesen? Ganz einfach, weil die Entwickler sich dachten, es ist irgendwie cool, wenn man das Familienfoto so auslegt, dass man zwei Schwarzbären auf einmal und relativ nah beieinander fotografieren muss. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass diese Quest dementsprechend scheiße war. Und da ich hier aber sehe, dass man zwei verschiedene fotografieren muss, haben wir Glück. Und wir haben noch mehr Glück, weil ich kenne nämlich das Internet und dort kann ich mal eben kurz nachgucken, wann die kleinen Bärchen hier trinken und futtern. Und nämlich die Trinkzeit ist eigentlich für uns die perfekte Möglichkeit, an die Bilder zu kommen. An schöne Abschüsse hier. Beziehungsweise schöne Schnappschüsse, nicht Abschüsse. Wobei eins wie das andere, oder? So, 19. Bis 0.30 Uhr. Okay. Dann sollte das ja eigentlich perfekt passen. Sieben Millimeter haben wir dabei. Dann nehmen wir hier noch das Nachtsicht-Ding mit. Und dann können wir loslegen hier. Du. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, hier werden sich sehr wahrscheinlich welche blicken lassen, aber es dauert ja ein bisschen, bis die Bären dann auftauchen. Ist ja immer so, wenn man auf Bedürfnisgebiete switcht, ja. Na, dann fangen sie jetzt eigentlich erst an, alle zu laufen und stellen sich dann auf. Deswegen, wenn ihr frisch irgendwie die Uhrzeit wechselt, müsst ihr immer damit rechnen, dass ihr so 5, ja, 10 Minuten, sage ich mal, da warten müsst. Dass ihr so 5 bis 10 Minuten gar nichts habt. Wobei, das ist ein bisschen übertrieben, sagen wir 5 Minuten. So 5, 4 Minuten. Dann sieht man schon die ersten eigentlich. Also wenn man so eine gute Position hat, wie ich zumindest. Sieht man schon die ersten Bewegungen nach einer kurzen Zeit. Oder die ersten Calls. Da haben wir zum Beispiel einen Weißwedelhirsch. Ist schön, aber nicht das, was ich suche. Wobei das, was ich suche, vielleicht auch in Futtergebieten gut zu finden ist. Und nicht nur an Trinkgebieten, aber... Trotzdem, wir nehmen jetzt erstmal die Trinkgebiete. Ah, die dicken Bärchen sind hier gerade. Die sind so ein bisschen langsam. Oh, da hinten haben wir einen. Da haben wir einen. Es muss aber näher dran sein. Jo. Das muss näher dran sein. War ja irgendwie auch klar, ne? Auf die Entfernung ein Schnappschuss auf 200 Meter, das ist Unsinn. Oh, da hinten haben wir auch einen.
Und ja, wie gesagt, früher war die Quest richtig, richtig scheiße und die hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist sie halt eigentlich total einfach, wenn man mal darüber nachdenkt, wie schwer sie halt früher war. Man muss hier einfach nur die Bedürfnisgebiete an, ne, sag ich mal, angehen und dann kriegt man das eigentlich hin. Beim Warnruf jetzt keine Ahnung, ob ich zu spät reagiert habe. Ich werde ein bisschen callen, kurz auf die Geräusche achten und dann. Das ist das Falsche. I. Das sieht man so im Dunkeln nicht so gut, oder? Der ist das richtig. Sorry, 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 sorry. Ich weiß, ich habe da völlig den falschen Caller genommen. Aber die sehen sich halt so ähnlich und beide quietschen so komisch. Da verwechselt man das gern mal. Passiert mir auch nur bei den beiden. Aber gut, ich bin heute auch ein bisschen müde. Also ich darf heute ein bisschen verpeilt sein. Außerdem hat das ja irgendwie auch seinen Unterhaltungsfaktor, gell? Wow, viele Weiber. Und ein Schwarzwedel. Das funktioniert? Nein. Das hat auch nicht funktioniert. Also man kann nicht einfach hier wild rein fotografieren. Das geht nicht. Der Wind dreht auch ein bisschen. Ich glaube, der haut ab, oder? Immer noch nicht. Immer noch nicht, obwohl der so nah dran ist hier. Oh mein Gott. Doch, jetzt habe ich den. Habe ich ihn. Okay, ich habe ihn. Ich habe mich, ich habe ihn. Bitch, please. Bitch. Ich hab dich. Ja. Ich hab dich. Mit alle wegrennen. Ich hab ich weiß, wo der andere ist hier. Muhahaha. Ja, das war der, wo ich das Bild schon hatte. Jetzt können wir hier rüber gehen zu den hier vorne. Denn da habe ich ja auch noch ein Bildchen.
Beziehungsweise können wir da auch noch ein Bildchen machen. Der ist ja safe. Da muss ich mich ja gar nicht anstrengen hier. Da vorne der... Der ist ja easy. Aufmerksam. Reicht nicht aus der Entfernung, ne? Ne, müssen wir schon relativ nah ran. Ja, also einfach so aus der Entfernung mal eben knipsen ist nicht. Das ist in Ordnung. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, diese Mission hier einzeln in den Folgen zu machen. Weil ich sag mal, für alle, die das dann mal suchen und Hilfe wollen, die finden dann die Hilfe. Da hat der, ich glaube der Pestbeule war das, hat da so ein bisschen Hinweis drauf gegeben, wie auch ein paar andere. Dass das eventuell ganz sinnvoll wäre, da die Folgen so zu benennen. Das habe ich erst aus Faulheit nicht gemacht, ne? Also da hat die Faulheit bei mir gesiegt. Ist bei mir eh immer stark. Aber kommt mich dann doch noch überwinden. Also wir haben ja auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten. Ne? Also hier vorne haben wir noch ein Bärchen. Das heißt, wenn der da, oder wenn sie, tut mir leid, wenn sie keinen Bock mehr auf uns hat, ja, dann, und uns gleich sehen sollte, die Wahrscheinlichkeit ist ja gegeben, dann haben wir immer noch hier ein Notfallbärchen. Wobei das Notfallbärchen auch so in die Richtung guckt, also ja. Ich weiß nicht, also der scheint hier stuck zu sein. Nee. Ja, aber ihr seht schon oder merkt schon, dass ich auch nicht so viel Laune eigentlich auf diese Fotoquest habe. Aber bei der Quest hier ist das ein bisschen anders, weil ich finde es einfach schön zu sehen, dass sie diese Quest auch verändert haben. Weil, wie gesagt, die war am Anfang... wo das Spiel rauskam, ich weiß nicht, wie lange es so geblieben ist, da war diese Quest wirklich ein Grund, warum die Leute keine Quest gemacht haben. Die kamen irgendwann zu diesem Familienfoto und dann hatten die keinen Bock mehr. Und haben einfach gesagt, ja, fuck it, I'm out. Weil es einfach, ja, einfach Kacke war. Kommt irgendwas angelaufen. Genau mit diesen ganz langsamen Bärenschritten. Du taps, 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 taps. Da. Bist du mein Bär Nummer 2? Nein, du bist nicht. Du bist Bär Nummer 1. Ich sage, das bist Bär Nummer 1. Oh, you found him. How about that? Das Bär Nummer 2. Trampfine wouldn't agree with me, but black bears are fickle animals, so you best keep your distance. That's it. That's what he wanted, so I'll pass it on to Trampfine. Ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, dass wir die Bärenpopulation auch ein bisschen im Auge behalten, ne? Great job. He's been building up some kind of collection of black bear droppings. Now, what in the Sam Hill that's all about, I don't know, but he's wondering if you could help him out. It seems some of the next samples he's after are from a group of bears down in Lake District, and Trampfine won't set foot there. That's where Hope is camped out, as you know, and those two can't stand each other. Toll, jetzt hätte ich sogar das Bild auch so gehabt, ey. Und so musste das Bild sein ungefähr. Das Bild, was ihr brauchtet für die Quest davor, ist ungefähr so. Ja. Das war hier so die... So. Jetzt habe ich beide eigentlich ziemlich gut erwischt.
Wie ihr sehen könnt, haben sich beide relativ schnell hingelegt. Ich weiß gar nicht, wo der andere sich hingelegt hat. Aber hier seht ihr beides gute Schüsse. Beide schöne Lungenschüsse. Könnt ihr euch auch gerne abgucken, weil wenn die Bären aufstehen, dann kann man immer so schön zwischen die Arme zielen. Habt ihr ja gesehen, wo ich hingezielt habe, ne? Und wie ihr sehen könnt, hier einwandfreie Treffer. Gar kein Problem. So ein schönes Bild geworden, by the way. Und vielleicht können wir hier auch noch ein schönes Bild draus machen. Ich weiß nicht, nee. Aus dem auf jeden Fall nicht. Vielleicht aus dem anderen. Schöne Bilder von toten Tieren sind um die Uhrzeit eh schwierig. Und wenn man hier das Gras nicht runterdrücken kann, dann sieht es meistens eh doof aus. Nee, also da müssen wir ein anderes Bild nehmen. Nehme ich wahrscheinlich das Doppelbild da mit den Doppelbären, auch wenn sie so schön aufgelöst ist. Aber ne, fuck it. Das ist egal. Hier haben wir einen schönen Schuss gemacht. Und hier werde ich jetzt nochmal zeigen, wie ihr da genau schießen könnt. Und zwar sieht man hier ganz gut, da, ne? Da, wo die Arme sind, da könnt ihr hinzielen, hier, so in diese Lappen, ja. Da könnt ihr so schön reinzielen hier, da, damit ihr es auf einer Seite nochmal seht, da so. Das ist so der Bereich, wenn sie sich aufstellen, wo ihr sehr, sehr gut reinschießen könnt. Genau, ruhig. Ne, hier in der Mitte würde ich nicht reinschießen, da könnt ihr vielleicht das Problem haben, dass ihr da durchgeht und dann hier die Wirbelsäule trefft und das gibt dann unethischen Kill und eventuell nehmt da keine Lunge mit. Hatte ich auch schon sowas in die Richtung jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim Bär war, aber auf jeden Fall hatte ich sowas schon. Und ja, dann würde ich sagen, es lohnt sich nicht, mit einer weiteren Mission anzufangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nie vergessen. Und falls ihr Bock auf Livestreams habt, dann schaut mal in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link und mehr LP und Guides und Co. findet ihr auf meinem Kanal. Ich wünsche euch was, bis denne und bleibt gesund. Tschüss.